Das werde ich mal ins Essen tun. Muss ich aber dann morgen mal machen. Mach jetzt die Nüsse. So. Da ist noch ein bisschen was drin. Das mache ich dann vielleicht gleich mal in den Tee. Das können wir mal machen. Mal Tee kochen. Messer und Gabel, Joghurt.
hier oder draußen? Draußen? Nein, nein, ich komme gut. Okay. Einen wunderschönen guten Morgen und ich bin wieder beim Drehen und beim Schneiden und hast du nicht gesehen, ich will mal eben hier meinen Akku reinmachen. Das Handy. Das Parallel-Handy ist fast am Ende. So, und dann geht's jetzt zum Frühstücken. Ich habe geduscht, ich habe schon mal Videos eingestellt und jetzt muss ich noch mal meine Strümpfe holen. Ich wünsche euch jedenfalls einen wunderschönen guten Morgen und wir hoffen, dass wir wieder einen schönen Tag verbringen. Schauen, aber wo sind denn meine Strümpfe? Also einer ist hier und der andere scheiße da. Okay, heute ist noch mal großer Waschtag, weil Allah ist in Wüste. Das erzähle ich euch dann nachher. Meine Wäsche muss trocken werden. Ach ja, hier muss auch mal überall jetzt lüften. Ich muss jetzt mal eben meine Socken anziehen. Hallo, Pipo Johnny. Hallo. Alles wieder dreckig gemacht. Ne? Ja, alles wieder dreckig gemacht. Da sind aber keine Federn. Eigentlich könnte ich mal schnell. Ja, ich weiß, die Socken sind dreckig, aber ich. Egal. Es ist nur Hausdreck. Will da gleich mal den Saugereimer laufen lassen. Da sind nämlich noch keine Federn. So. Weil man hat mir ja beigebracht, dass der Sauger möglichst keine Federn aufsaugen soll, weil er sonst verstopft. Ich habe es ja gestern einmal gemacht. I'm sorry. Soll nicht wieder vorkommen. Jo, hallo. Hallo. Alles klar bei euch? Ja, alles klar. Alhamdulillah. So, und nun machen wir das Fenster auf. Wetter ist heute in Hamburg schön wieder. Da haben wir mal Glück wieder. Guck mal, richtig schön, sonnig, blauer Himmel, aber kalt. Aber kalt. Kein Problem, solange die Sonne scheint, ist alles gut. Ich muss hier alles zumachen. So, jetzt ist, glaube ich, gut. Genau. So, und dann machen wir jetzt Frühstück für mich, weil ich habe echt Hunger. Nee, du hast Kaffee, du hast Hunger, habe ich nicht. Ich müsste gar nichts essen. Ich bin kein Mensch, der frühstückt.
Ich muss überhaupt nicht frühstücken. So, hier, den Kuchen haben wir nicht aufgegessen gestern. Der kommt jetzt in den Müll, weil das schmeckt so ein bisschen alkoholisch. Also das weiß ich nicht. Aber so ein ganz kleines bisschen haben wir das Gefühl, dass der noch Alkohol schmeckt. Eigentlich soll da keiner drin sein, aber was für so ein Aroma drin, ne? So ein Rumaroma oder so. Hier sind jetzt auch noch wieder Sachen von den Kindern. ich nehme die Flasche mit. Mein Sohn trinkt jeden Tag einen Red Bull, muss ich leider gestehen. Seit die erwachsen sind, hören die nicht mehr um mich. Ne? Ich bin immer am Schimpfen und ich warne auch hier Red Bull zu konsumieren, weil es wirklich sehr, sehr schädlich fürs Herz ist. Ne? Also alle die Mamis, die zuhören, versucht eure Söhne davon abzubringen. Was liegt denn da unter dem Bett? Ah, da liegt, nicht aufgefallen, da liegt irgendein Dings mit Klamotte. Ist mir nicht aufgefallen, ehrlich. Bis jetzt habe ich das noch nicht gesehen. Doch, guck mal, was die beiden hier wieder gemacht haben. Hä? Habt ihr da alles wieder dreckig gemacht, hä? Überall wieder Futter und Streu und Federn. Hat ja nicht viel, nur so ein paar. Hä? Was habt ihr da wieder gemacht, hä? Hä? Ja. Was habt ihr da wieder gemacht, sag mal? Ja, Mensch. So. Und dann werde ich hier mal wieder aufräumen. Das will ich alles wegmachen. Das will ich einmal abwaschen. Das ist der Teller von meiner Enkelin gestern Abend. Der Kuchenteller und Tee hat mein Sohn getrunken. So. Haben wir nicht gesehen gestern. Ist aber nicht schlimm. Beziehungsweise jetzt, glaube ich, heute Morgen erst gebraucht den Teller. So. Und deswegen werde ich einmal einweichen, ein bisschen, damit das gleich leicht abgewaschen ist. Und das nehmen wir alles weg. Ach ja. Abwaschen mache ich gleich, damit das Bauch ist. Gut. Und hier von gestern noch. Ist jetzt aber hart, aber egal. Das nehme ich immer mit. Und wir haben hier vom Bäcker das Stückchen. Ich will leider auch mal nehmen. Das ist schon Sauerteigbrot, das ist wirklich lecker. Nicht lecker. So. Schneidemesser gibt es hier. Nee. Gut, Schneidemesser gibt es hier nicht. Egal.
Kaffee kaufen. Mache ich heute? Ich weiß gar nicht. Ich muss Videos drehen. Das weiß ich. Aber mehr weiß ich noch nicht. Deswegen lassen wir uns überraschen. Aber meine Lieben, für heute mit diesem leckeren, frischen Brot möchte ich mich heute verabschieden. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr zugeschaut habt. Ihr dürft gespannt sein. Nächste Woche wird richtig spannend werden. Allah izin welche. Jedenfalls für mich. Aber was genau wir veranstalten werden, darüber werde ich euch demnächst aufklären. Bleibt unbedingt bei diesem Kanal immer aktiv dabei. Dann werdet ihr alles erleben, inshallah. Für heute am Freitag möchte ich mich verabschieden. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr dabei wart und dass ihr mich auch wieder in diesen heutigen Tag mit hinein begleitet habt. Und mal schauen, was ich heute so mache. Tatsächlich, ich habe keine Ahnung. Bis gleich für mich, für euch. Bis morgen. Tschüss.